So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück bei Dyson Sphere Program, Folge Nummer 29. Und heute werden wir zurückfliegen auf unseren Heimatplaneten und dann schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Die müssten richtig eingestellt sein. Hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich ist unsere Energieversorgung hier ganz in Ordnung. Was sagt Energie? Energie sagt, ist in Ordnung. Und wir haben es auch gerade Nacht, also am Tag haben wir nochmal mehr Energie, weil wir da hinten die ganzen Solarpanel stehen haben. Ja. Sollen wir noch ein paar mehr Solarpanel hinstellen? Einfach zur Sicherheit. Mach's mal. Ich stelle nochmal 5 weitere hier auf. Direkt hier um den Tower herum. Mal sehen, es wird jetzt nicht viel bringen, aber ich fühle mich dann irgendwie ein bisschen sicherer, weil ich glaube, es ist nicht so gut, wenn uns hier die Energie flöten geht, ne? So, guck mal, ich baue jetzt einmal hier so schön rum. Wunderbar. Gut. Die bringen jetzt noch nichts, aber sobald es Tag wird, haben wir dort wieder was. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir fliegen los. Wir haben hier nichts mehr zu machen und ja. Okay, wir müssen dahin. Hallo. Ich irre gerade ein bisschen umher. Wo müssen wir lang? Da nicht. Da ist der andere. Antikan ist 1, da müssen wir hin. Okay. So. Okay. Und jetzt müssen wir Shift drücken. Und damit verbrauchen wir enorm viel Energie. Aber wir fliegen jetzt extrem schnell. Und wir müssten jetzt gerade eigentlich Antikanes 3 ansteuern. Mal schauen. Ja, sieht gut aus. Autosaving. Es kann sein, dass der Rückweg jetzt auch ein bisschen langwieriger ist als der Hinweg, weil wahrscheinlich ist der Planet mittlerweile weiter rotiert, ne? Als wir losgeflogen sind, waren die ja sehr nah beieinander. Aber das sieht so aus, als ob wir hier recht schnell hinkommen würden. Das muss ich jetzt auch nicht rauscutten. Das geht recht gut. Das geht wirklich recht gut. So, kann ich noch ein bisschen? Ja, ich kann noch ein bisschen. 821 Meter pro Sekunde. Das ist recht schnell, ne? Das ist. So. Hoffentlich kommen wir am blauen Planeten vorbei. Auf dem wir nicht landen konnten, das haben wir schon festgestellt. Ich liebe die Musik, wenn man hier fliegt, ne? Das hatte ich, glaube ich, auf dem Hinweg schon gesagt. Das war ein sehr entspannender Trip. Die Klaviermusik hier. Ganz nice. Allgemein, die Musik beim Spiel ist ziemlich cool. Gefällt mir sehr gut. Okay. Guck mal, ob wir gleich ein bisschen mit der Geschwindigkeit runtergehen. So, war vielleicht ein bisschen zu früh, egal. Passt schon. Ah! Praktisch, unser Planet ist gerade sogar vor dem blauen. Das heißt, Landung sollte kein Problem sein. Wir sind gerade bei 478 Meter pro Sekunde. Landeanflug auf Antikanes 3. Bisschen Gegenschub. Und dann versuchen wir gleich mal am besten nicht Crash zu landen, wie beim letzten Mal. So, wir sind jetzt bei 100. Ja, wir gehen mal.
So. Okay, kommen wir jetzt dahin? Okay. Wir müssten jetzt gleich in Planetenorbit sein. Und jetzt sind wir, glaube ich, im Planetenorbit, ne? Und runter. Nicht ganz so Crashlandung wie beim letzten Mal, aber da ist immer noch Raum für Improvement. So, das braucht wirklich kaum Energie. Erstaunlich. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zu Hause. Das lief doch ganz gut, Leute. Ah. Hier fühle ich mich wohl. Bei unserer fehlgeschlagenen Produktion, die mittlerweile schon wieder voll ist. Was habe ich hier gebaut? Das ist halt echt einfach nur Chaos. Es ist der Inbegriff von Chaos. So. Okay. Ah, wunderbar. Ja. Jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir nämlich nochmal so einen Tower hier hinbauen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst. Wir brauchen auf jeden Fall Graphen. Wo haben wir Graphen hergestellt? Das war hier hinten. Mal schauen, ob das in der Zwischenzeit auch weitergegangen ist. Nein, ist es nicht. Weil wir kein... Ach so. Weil ich das hier manuell reinführen musste. Ich erinnere mich. Okay, dann müssen wir mal kurz ein bisschen warten. Was ich aber machen kann, ist, ich kann zum Beispiel einfach mal... Hier. Und hier. So. Und ja, ich habe die besseren Förderbänder genommen. Und ja, es interessiert mich nicht. So, und wir packen hier jetzt mal ein bisschen von dem Zeug rein. So zum Beispiel. Wir wollten das ja nicht komplett automatisieren. Deswegen haben wir das einfach so gemacht. Ja, guck mal, da kommt aber jetzt einiges zusammen. 27, 28... Ich glaube, wir brauchen 40 Stück davon, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei auch nicht ganz so viel, weil wir haben noch 4 von den Partikelcontainern. 36, 37, 38, 39, 40. Danke. Okay. Was sagt unser Replicator? Unser Replicator sagt, wir können 5 davon herstellen. Weil? Ah, weil ich keine Motoren mehr habe. Ja, okay. Das sollten wir hinkriegen. Motoren sollten wir noch so 1, 2 haben. Also 1, 2 Container. Ja. Sehr schön. Okay. Wieder nur 5. Ach, jetzt habe ich nicht genug Kupfer. Was ich das mal eines Tages sagen werde. Nicht genug Kupfer. Unfassbar. Unverzeihlich. Also irgendwie ist die Produktion hier ein bisschen... Warum haben wir auf einmal zu viel Eisen? Irgendwas ist hier schiefgelaufen, oder? Irgendwas ist hier derbe schiefgelaufen. Wir hatten noch nie genug Eisen. Gut. So, ich stelle mal 20 Stück her. Werden wir brauchen... jetzt lass mal kurz schauen. Wir brauchten... Ich wollte mich doch verarschen. Ich bin so ein Vollhorst. Ich bin so ein Vollhorst. Warum sind wir auf den anderen Planeten geflogen? Warum? Richtig, weil es hier kein Titanium gibt. Was brauchen wir, damit wir dieses Ding bauen können?
Titanium, richtig. Was haben wir auf dem anderen Planeten hergestellt? Titanium, richtig. Und was habe ich vergessen mitzunehmen? Ich hatte einen Job. Ich hatte einen Job. Und ich habe nur 11 Titanium mitgenommen. Und das war auch nur zufällig. Yay. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Ja, okay. Dann mache ich hier den nächsten Cut. Und ich hole mal kurz Titanium aus der Schublade raus, ne? Ich muss mal kurz zurückfliegen. Ich hasse alles. Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn die Menschheit irgendwann später mal einen Manager für die Zukunft braucht, ne? Ich melde mich freiwillig. Ich bin hochkompetent und ja. Call me. So, dann bin ich wieder. Erfolgreich Crash gelandet. Und diesmal habe ich Titanium dabei. 124, das reicht für 2 Türme. Ich hoffe, wir werden nur einen bauen müssen. Ja. Yeah. Okay. Wir sehen mal kurz über diesen kleinen Fehler hinweg und ist das hier unser Silikon? Ne, ne? Warte mal, wo bin ich hier? Ach, hier bin ich. Unser Silikon war hier drüben. Genau. Ich würde den Turm, glaube ich, auch hier direkt in die Nähe hinstellen. Ich werde mal kurz den See hier zukleistern. Sowas hier. Das ist wunderschön, was ich hier gerade betreibe. Das ist auch moderne Kunst. So, versuch das mal ein bisschen schöner hier zu machen. Lack of item. Gib mir mal. Danke. So. Ich gebe mir zumindest noch ein bisschen Mühe hier. Na, mehr oder weniger. Ist meinetwegen hier. Okay, dann versuche ich mal aus diesem Schweizer Käse hier einen anderen Käse zu machen. Keine Ahnung. Lass mich. So. Okay. Ja, geht in Ordnung, ne? Okay, cool. Dann, ja. Vom Planeten wird bald nicht mehr viel über sein. Aber das ist in Ordnung. Was sagt eigentlich unser Strom? Da wollten wir auch mal nachgucken. Ich mache das zuerst, bevor ich das vergesse. Hier hinten in unserer Thermalstraße. Oh, wow. Wir haben von allem zu viel. Das glaube ich jetzt hier irgendwie nicht. Aber gut. Ich meine, in dem Fall... Dann, wenn sie so wollen, dann tue ich mir keinen Zwang an. Dann kommt hier halt noch mehr Zeug hin. Haben wir noch mehr Strom? Wir werden es brauchen. Ja. Oha. Ja, hier geht's ab. Hier müssen wir wieder ein bisschen Graphit ranholen. Wo war denn unser Graphit? Das war hier hinten, ne? Genau. Warum habe ich hier eigentlich nur einen Kasten stehen, sag mal? Das verstehe ich ja auch nicht. Ich müll mal kurz mein gesamtes Inventar mal wieder ein bisschen mit Graphit zu, ne? Ich denke, das ist in Ordnung. Und dann fliege ich nochmal kurz hier hinten wieder hin. Und pack das ganze Zeug hier wieder rein. Wobei, ein bisschen was behalte ich für mich selbst. Weil wir betreiben unser Mecker jetzt auch mit Graphit.
Und mit ein bisschen davon. Weil wir es können. Und weil ich es gerade im Winter habe. So, sehr schön. Wow. Als ob hier wirklich ein Überschuss zustande kommt. Hätte ich nicht gedacht. Das ist krass. Okay. Das sollte ein bisschen Platz hier sein. Gleich kriegen wir hier den Tower hingestellt. Kann ich den schon bauen? Nein, uns fehlt der Stahl. Das ist unser geringstes Problem. Stahl haben wir hier irgendwo automatisiert. Da haben wir Stahl automatisiert. Nehme ich mir 100 mit. So, gib mal meinen Fabricator. Und jetzt bauen wir so ein Ding. So. Ah, da ist er. Da ist er. Der Turm. Der Turm der Türme. So, keine Ahnung. Packe ich jetzt da hin? Ah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird's lustig. Okay, er füllt sich jetzt mit Energie auf. Mal kurz, wow. Der Turm füllt sich auf und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Also unsere Thermalstraße da hinten macht es. Und wir haben noch so viel mehr Ölfelder, also wir können diesen Planeten wirklich komplett auseinandernehmen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Sagen wir Titanium, das ist jetzt wichtiger. Und Demand. Geht das? Und das ist jetzt Antikanis 3 sind wir, ne? Und wahrscheinlich brauchen wir hier auch Drohnen. Mach mal 3 Stück. Weiß nicht, wie viele wir brauchen, aber 3 ist erstmal eine gute Zahl. Wahrscheinlich werden wir sehr viel mehr brauchen. Hallo? Drohne? Jetzt. Zwei. Drei. Okay. Wir haben jetzt da 3 Drohnen drin. Jetzt ist die Frage, wie kann ich dem Turm sagen, dass er Titanium von Antikanis 4 holen soll? Demand. Muss ich da erstmal ein Lager ransetzen? Ich habe immer noch keine Förderbänder. Warte. Gib mir mal kurz ein paar Förderbänder. So. Ich mach mal kurz den hier und setz dann hier ein Storage hin. Sehe ich die Drohnen denn irgendwo? Nee. Hm. Wir haben auch 0 in Transit. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wie die Dinger funktionieren. Steht hier noch was drin? Nee. Okay, wisst ihr was? Ich baue uns mal kurz einen zweiten Turm. Die sehen wirklich geil aus. Ich baue uns mal kurz einen zweiten Turm und dann probieren wir mal aus, ob das hier klappt. Wir haben ja genug von dem Zeug. Das heißt, wir stellen jetzt
Und jetzt haben wir wieder keine Motoren mehr. So. Nee, es scheint noch nicht so wirklich zu funktionieren. Okay, der stellt die gerade alle her. Wir müssen mal kurz warten. Ich habe gerade die Befürchtung, dass die hier nur auf einem Planeten funktionieren und dass wir für, damit die Zwischenplaneten funktionieren, erst die, hier, Interstellar Logistics System brauchen. Transportation of materials between planets. Oh oh. Oh oh. Ja, ich glaube, die funktionieren wirklich nur auf einem Planeten, ne? Das ist Mist. Okay, was brauchen wir? Dafür brauchen wir die gelben. Wir brauchen die gelben Matrizen. Das sind die Structure Matrices. Die sind teuer. Ah. Also, worauf ich jetzt halt keinen Bock habe, ist, alle zwei Folgen zurück zum, zum Eisplaneten zu Antikanis 4 fliegen zu müssen, weil ich Titanium brauche. Gut, wahrscheinlich könnte ich mir einfach das Inventar komplett leer machen. Und dann einfach so viel mitnehmen, wie ich nur kann. Aber ist ja auch nicht. Irgendwie sind die ein bisschen groß dafür, dass sie nur auf einem Planeten funktionieren, ne? Also ich meine, unser anderer Planet, der Eisplanet, der war ja ein bisschen kleiner sogar, glaube ich. Da kann ich nur 4 Stück von denen hinstellen, dass der Planet voll. Naja, gut, ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben keine Prozessoren mehr, das ist in Ordnung. Die stellen wir hier hinten, glaube ich, her. Na, vor allem geht es auch um Silikon. Wir probieren das mal kurz aus. Wir müssen noch mal kurz 50 Sekunden warten. Das sollte aber gehen. Ich überlege gerade, wie wir das hier nutzen können. Also wofür das auf jeden Fall ganz interessant ist, ist zum Beispiel für unsere wissenschaftliche Automatisierung hier mit den Labs. Weil, überlegt mal, wir werden hier am Ende so viele verschiedene Labs reinpumpen müssen. Das wird ziemlich viel sein. So, ich werde das als nächstes erforschen, damit wir an diese gelben Matrizen rankommen. Die Structure Matrices. Energy Storage ist auch interessant. Mache ich danach. So, sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. Okay. Guck mal, ich packe hier jetzt mal einen hin. Okay. Und den nenne ich jetzt Antikanis 3
Wissenschaftliches Labor. Okay. Und ich möchte jetzt hier... keine Ahnung. Was möchte ich denn hier? Warte, ich flieg nochmal kurz zurück. Was können wir denn dort mal kurz reinpumpen? Als Test. Wir haben ja hier ein bisschen was. Ja. Hier, guck mal. Wir haben hier noch ein bisschen zu viel Stein. Einfach mal als Test. So. Was ist das hier? Steinerz, okay. Steinerz. Supply. Okay. Und wir fliegen jetzt hier hinten hin. Und wir möchten hier jetzt Stein bekommen. Also erstmal braucht der Strom. Das ist ja klar. Und wir sollten noch mal ein paar mehr davon herstellen. Jetzt haben wir keine Coils mehr. Gib mir mal ein paar Coils. So. Und jetzt sage ich, ich möchte hier Steinerz haben. Demand. Ah! Okay, das scheint jetzt zu funktionieren. Und wenn ich jetzt hier meine Drohnen reinpacke. Oh, wie cool. Oh, wow. Schaut euch das an. Und die tragen 25 pro Drohne. Oh, das ist sehr geil. Verstanden. Okay, halt. Clear. Kehrt wieder um mit eurem Stein. Verstanden. Und die Dinger funktionieren nur auf dem Planeten. Okay. Gut. Wie cool. Habt ihr es gesehen? Die sind da jetzt unten drin. Das ist ja mal mega nice. Ich liebe diese Tower. Ich wünschte, die würden auch zwischen Planeten funktionieren. Aber gut, dafür gibt es dann andere Tower. Die müssen wir dann noch erforschen. Hätten wir die mal ein bisschen früher bekommen, ne? Im Prinzip sind das einfach Förderbänder in der Luft. Ja. Und über lange Distanzen, das heißt... Ja, vor allem werden sie uns sehr viel Platz sparen, ne? Der ist schon mal ganz gut platziert hier. Weil sobald wir diese Structure Matrices herstellen können, diese gelben Matrizen... Können wir die einfach hier hinliefern lassen und wir packen die dann hier rein. Und ich glaube, es wäre gar nicht so unschlau, wenn wir das komplette Ding hier, die komplette Wissenschaft, irgendwo hin platzieren, wo wir richtig viel Platz haben, weil das hier ist alles sehr, sehr beengt. Ne? Ihr erinnert euch hoffentlich noch an die Folge, wo ich komplett durchgedreht bin. So, interessanterweise bekommen wir hier schon wieder nicht genügend Coal zusammen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber... Wir haben hier doch schon den guten. Meine Güte. Die fressen aber auch. Ja, allgemein, hier hinten ist halt sehr viel... Hier ist alles sehr, sehr beengt. Und das ist alles nicht so gut. Mit den Dingern können wir auf jeden Fall sehr viel aufräumen. Damit können wir hier sehr, sehr viel effizienter und schlauer machen. Mir gefällt gerade wirklich die Idee, dass wir... Ja, überlegt mal. St
Stellt euch das mal vor, das Ding in der Mitte und dann die ganzen Matrix Labs einmal außen im Kreis drumherum. Wobei das wäre eigentlich, das ist auch Unsinn, ne? Ja, eigentlich ist das Unsinn. Na, egal. Wobei. Müsste man dann schauen. Aber die sind auf jeden Fall sehr interessant, Leute. Sehr, sehr interessant. Was genau ist das hier eigentlich? Was für ein Symbol haben die hier? Hä? Was stand da gerade eben? Product Stacking, ach so. Ach so, ja, okay. So, Research complete. Wir haben Polymere freigeschaltet. Wunderbar. Was können wir jetzt damit machen? Das. Achso, das war für die Matrices, ne? Ne, das war's nicht. Wo waren die Polymere? Hier. Die Dinger können wir herstellen. Werden wir wahrscheinlich auch noch für irgendwas brauchen, ne? Ja. High Strength Crystal. Ah. Ah, okay. Das wird alles noch ganz interessant, Leute. Wir stehen noch so am Anfang. Wir stehen noch so am Anfang. Ja, okay. Ich bin gespannt, was diese Tower uns noch bieten können. Ja, ich werde jetzt, denke ich mal, eine Aufnahmepause machen. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich uns ein bisschen mehr mit diesen Türmen beschäftigen. Eventuell gehen wir das Prozedere hier mit den Matrices an. Wobei, ich kann mir auch vorstellen, dass wir es erst machen, sobald wir die Energy Matrices, die Structure Matrices, die gelben, freigeschaltet haben. Bis dahin sollten wir uns auf jeden Fall um diese Organic Crystals kümmern. Und da werden wir wahrscheinlich das erste Rezept nehmen, wo wir Plastik, Refined Oil und Wasser für brauchen. Plastik haben wir noch gar nicht hergestellt. Ich weiß gar nicht, wie man das herstellt, ehrlich zu sein. Kann ich das irgendwo nachgucken? Nee, das schon mal nicht. Ja, mit dem Silikon müssen wir mal gucken. Irgendwas müssen wir mit dem Silikon machen. Guck gerade, ob ich hier das Plastik finde, weil ich weiß um Gottes Willen nicht, wie man das herstellt. Das waren die Dias. Die Dias haben wir schon automatisiert. Aber das Plastik noch nicht. Wo war denn das? Hier, bei Basic Chemical Engineering. Ah, okay. Ja, das ist auch einfach. Dafür müssen wir nochmal so ein Chemieding aufbauen. Das sollten wir gerade so hinbekommen. Ich meine, wir haben noch ein paar Ölquellen. So 1, 2, 3, 4 oder auch 7 oder 8. Ja, das ist kein Problem. Und da können wir dann vielleicht nochmal Gebrauch von diesen Türmen machen. Halte ich für eine sehr gute Idee. Und dann haben wir bald wirklich den kompletten Planeten erobert. Was ja scheinbar auch in diesem Spiel keine Seltenheit ist. Ich glaube, das ist gewollt, dass man den gesamten Planeten erobert. So, und mit diesem wunderbaren Bild würde ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Macht's gut und ja, ciao.